So, da wären wir wieder. Q-Exkursionstag heute. Exekutionstag. Exekutionstag. Erstmal in die. Hast du was in unsere Lager reingelegt? Nein. Was denn? Ja, was du so gesammelt hast. So Ach ja, doch, ab und zu habe Bogenholzreste ich schon und mal was so. reingelegt. Ne, die habe ich jetzt gerade noch bei mir, weil die brauche ich. Das ist ein Tropenholz. Ich leg mal ein bisschen was ab hier, weil das ist sonst nervig. Dschungelbrot nicht, leg mir auch hier die Stämme, lege ich mal rüber ins Ja, Lager. aber wenn wir jetzt was besorgen gehen wollen, Ist dann. richtig, ja, ist richtig. So, Seeds brauche ich nicht. Doch, mit Seeds muss ich mal schauen. Da kann man ja auch locken. So. Ficht. Urwald. Fichte ist hier. Fichte habe ich noch genügend, aber ich. Ah, das heißt genügend. Das ist auch schnell weg. Du, wenn du da jetzt mit deine Villa ausbaust, dann ist das aber ratzfatz weg. Ja. Deswegen, also Fichten, ich würde ja gerne Richtung Fichtenwald, weil da hat es normalerweise auch Kühe. Ja, nee, nicht da hinten, sondern den anderen, den wo wir hingehen wollten, wo ich dir gesagt habe, wo wir schon Welchen? mal waren. Ja, wenn du vorgehst. Ja, ich bin noch in unserem Lager. Ach, da bist du. Ah, ich bin schon auch hier. Aha. Von Gut, Bergy. ich würde nichts mitkriegen, irgendwie könnten sie von hinten hier den Schädel einschlagen. Ich würde Ja, nichts da, raten. wenn der Creeper auf einmal kommt und Bergi. Oh, weiß ich, ich angel mir jetzt mal hier diesen Tintenfisch. Geht das? Weiß ich nicht. Komm her, Tintenfisch. Ah, nein. So, hast du ein bisschen Getreide denn für die Kühe? Ja, habe ich. Gut. Wenn du das hast, brauche ich es nicht. Was machst Aber du? das Hast du geht den tatsächlich. geangelt? Ich kann den. Ja, kannst du den hier ranziehen? Hier, schau mal. Guck mal, jetzt hängt er da dran. Soll ich mal herziehen? Ja. Ah, ne, der fliegt ja nur hoch. Den kann man nicht aus dem Wasser rausziehen. Er hat fast funktioniert. Kann man mit den Schafen nämlich auch machen. Cool. So. Oder kann ich mir ein Schwein damit mitziehen? Komm, genau, wir Wo müssen lang denn? da lang. Komm. Da, ich folge dir, unauffällig. Ich habe ja auch hier schon Fichten angelegt, Du guck musst mal. noch weiter erzählen von der GZ. Ja, frag mich was. Ich weiß wohl nicht. Ich Hast zum du Beispiel. wen getroffen? Ah, So wie viel. Den Simon jemand, den man Kretschmer. kennt? Den Simon Kretschmer. Ja? Ja. Also für den, die den Namen nicht kennen, das ist der von Game One, Ja, ne? die haben ja Game One, Woody war ja krank. Und dann Ah haben die ja. Livestream gemacht von ihrer komischen Konsole irgendwie am Eingang oben. Und Ja. dann sind sie ab und zu, ich habe immer geschaut, ob ich dich sehe unten, weil man sieht immer beim, also die haben auch am Mittwoch gestreamt. Ja. Und da haben sie die Messebesucher beim Reinlaufen und so gefilmt und immer unten durchs Ja, Foyer wir waren laufen. halt früh da haben da alle noch, ne, sich an den Eiern rumgespielt. Ach so, ja. Na ja, dann. Hier waren doch Kühe, aber die haben wir alle niedergewehrt, wir haben sie Die haben die zerstört. weggebasht. Ja, kann natürlich sein, dass die Kühe jetzt irgendwie anders gespawnt sind, Aber auf aber. der Höhe müsste ja hier was Ja, und da sein. hinten hat es halt Fichten, ne? Hier. Hier ist Kuh. Ja, Kuh. Glaube ich. Hier ist eine. Eine hast du. Zwei bräuchte man schon. Ich versuche mal, ob ich mehr Zamp holen kann. Ein bisschen Agro hier ziehen, weißt Ja, ich guck mal du? ein bisschen. Da ist noch eine. Ja, zwei reichen ja erstmal, oder? Ja, da ist Dann eine und züchten da. wir mich. Dann bringe ich die jetzt nämlich mal in Sicherheit. Die Die ist sehen auch die. fertig aus, ne? Findet mich gerade nicht so interessant, oder doch? Alter, sehen die fertig aus. So, muss man schauen, dass ich die hier durch den Wald einigermaßen Dann durch. nehme ich noch ein bisschen Fichten hier mit, dann brauche ich drüben unseren Wald nicht Ja, an. ich bringe die Kühlschnitte und dann komme ich wieder. Okay. Ja, Ich bin mal Wahnsinn. gespannt, ob du das hinkriegst. Und dann können wir ja züchten, dann kann ich mir auch noch Eine Kuhplantage eine bauen. Kuhplantage bauen, genau. Ja, den Kretschmer hast du gesehen und. Ja, Gronkh natürlich. Wo hat sich gerade denn auch parallel den Ding eingeholt, seinen Presseausweis. Ja. Wo wir dann morgens rein sind. Ist auch früh rein am Mittwoch schon, aber er war auch schon Also, um die 9 holst da du dir dann mit. vor Ort den Presseausweis an der am Empfang dann ab oder was mit deinem Team? Ja gut, du hattest ja eine Akkreditierungs-E-Mail bekommen und mit der musstest du dich dann natürlich anstellen kurz und dann hast du noch so ein Bändchen gekriegt, ne, wo du dir umhängen kannst und so. Aber da sind dann alle gleich. Also vor dem Einlass, da zählt ein Gesicht nichts, oder wie ist das? Ja, nur dein Zettel, den du Ah, hast. okay. Da sagen sie nicht, ah ja, der Herr Gronkh, da der Herr Ja gut, Bergen. das weiß das wird natürlich auch nicht jedem ein Begriff sein. Nicht jeder, der da arbeitet oder der da die Presseakkreditierung macht, weiß, wer das ist. Das sind ja meistens dann auch, sag ich mal, berufstätige Leute, die nicht so viele YouTube Ja, das ist natürlich auch. umherhängen. Ne? Da kennt ja nicht jeder jeden, aber ich würde mal schon davon ausgehen, dass der eine oder andere ihn erkannt hat. Ja, und ihr seid dann durch die Hallen Ja, geschlendert. Wir haben uns eigentlich erstmal natürlich unsere Haupttitel zurechtgelegt. Hearthstone habe ich gespielt dennoch. Auch so ein Titel, ne? Kennst du?
dieses Kartenspiel von ja, Blizzard. Ja, das Free-to-Play-Kartenspiel das von, Free-to-Play-Kartenspiel von Blizzard, genau. Hearthstone Heroes of Warcraft. Genau, so in die Richtung, wird ja auch ein Riesentitel, ne? Wird ja auch ja. LOL ablösen, meiner Meinung nach. Meinst du? Ja, doch, das wird richtig cool. Na, ablösen, das hätte natürlich jetzt scherzhaft gesagt, aber wird auf jeden Fall in die Richtung gehen, Free-to-Play, und du kannst dann mit verschiedenen Leuten schnelle Partien machen und dir ein neues Deck dann zusammenlegen und alles. Na, das wird schon richtig cool, also auf jeden Fall. Dann haben wir Diablo 3, das neue Addon haben wir angespielt. Ja, war aber auch ein bisschen krass von Blizzard, dass sie da so einen Aufwand machen wegen dem Addon. Aber haben sie das letzte Mal auch schon, ne? Ja gut, das Addon ist ja jetzt, war ja vorher nicht bekannt, was es wird. Und das haben sie da zum ersten Mal dann gezeigt. Ja, aber jeder wusste, dass ein Diablo-Addon kommt. Ja, das eins kommt, gemunkelt, ist klar, aber es war nicht so klar, was für eins. Oder Titan oder irgendwie so. Und man freut sich natürlich dann auch auf den Trailer, den sie dann gezeigt haben. Da waren wieder bombastisch, ne? Ganz großes Kino, was sie da immer machen. Ne? Du musst halt schon drin sein in Diablo, aber es ist ja auch ein erfolgreicher Titel. Also ja, das stimmt. Das ist auch einer der größten Titel, die dieses Jahr rausgekommen sind eigentlich, ne? Ja. Ne, letztes Jahr. Was redest du? Letztes Jahr. 2012. Ja. 2012. Ja. Ja, ansonsten dann natürlich bei WoW ein bisschen rumgestratzt oder bei Blizzard eigentlich, der Stand ist auch wieder riesig gewesen, aber da hat es natürlich so ein bisschen den Hype abgenommen, das war schon mal mehr los, ja? Wenn ich mich da überlege, bei Blizzard, als die BlizzCon noch nicht so groß war, mittlerweile ist das ja so, die Hausmesse ist ja mittlerweile das, wo dann wirklich die richtig ja, das heißen stimmt Themen, natürlich. Obwohl das Addon für Diablo natürlich schon ein heißes Thema ist. Ja. Aber dann so vielleicht so Sachen wie Titan oder das nächste WoW-Addon zum Beispiel, das wird dann eben auf der BlizzCon vorgestellt. Ja. Ja, wenn ich überlege, wie viel da mal los war, damals noch zu Burning Crusade-Zeiten oder auch in Leipzig, wo da die Messe noch in Leipzig war, da war der Blizzard-Stand, war so das Mecker der Halle. Ja, oder? Das da war waren so alle, der Stand, da waren da haben wir alle getroffen. Da hast du alle getroffen, genau. Ja, oh, ich hab mich wieder ein bisschen verlaufen. Scheiße. Ich habe jetzt einfach nur erzählt und rumgeklatscht hier. Ich laufe mal Richtung Wald, normale Wald. Leute, ich habe mich echt wieder scheißen. Wald kannst du ja nicht verlaufen. Also wenn du dann in Richtung normalen Wald, müsste eigentlich passen. War gerade bei mir auch so. Ich dachte mir auch gerade so für einen kurzen Zeitraum, wo bin ich hier eigentlich? Aber es ging dann doch. Ja, oh, Birke kannst du auch mal mitnehmen, wenn du Birke findest. Ja, mein. Ich habe auch ein bisschen wenig von. Ich dachte, ich hätte das hier irgendwas zugebaut. Ich bin echt ein bisschen verlaufen gerade. Bevor ich jetzt hier weiter rumbaue, erstmal orientieren, wo ich bin. Ja, Watch Dogs Hammer. Hast du Oculus Rift mal dir angeschaut? Ja, habe ich mal aufgehabt. Und? Weiß ich nicht, ob ich mir das geben kann. Also, Kopfschmerzfaktor. Ja? Also gibt ja so Leute, die. Das ist wie mit 3D im Kino. Bin ich auch kein großer Fan von, ne? Mhm. Also. Ich find's cool. Cool ist es. Klar. Ja, ist das die Zukunft, meinst du? Nee, glaub ich nicht. Ne? Nee, glaub ich nicht. Das ist so wie mit 3D-Fernsehen, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Das ist auch so gemacht, weil das Ganze ist immer nur für Leute gemacht, die keine Brille tragen. Und dann wird's natürlich schon mal. Wie willst du das aussehen? Ich dachte, du könntest die Brille unter die Rift. Ja, aber du merkst es halt, dass die Brille und die drückt dir halt, ne? Und das ist eben. Ich mir die Frage, wie sie denn noch alles lösen können, ne? Ja, stimmt, das ist natürlich ein bisschen doof. Wenn so ein Ding zum Beispiel da wäre und ich kann dann meine Sehschwäche zum Beispiel einstellen, das wäre geil. Ja, du gibst doch verschiedene Linsen für die Rift. Ja. Wo du dann deine Sehschwäche mit, aber natürlich ja? halt bis, oh. Weiß ich nicht, wie viele Dioptrien da. Weiß ich nicht, ob das machbar sind. Doch, das gibt's auf jeden Fall. Das habe ich nicht gesehen, ja. Aber okay, ja. Kurz, aber nur ganz kurz. In der Hand gehabt. Viele Cosplayer-Sachen hast du gesehen. Also ja, das glaube ich, ja. War wieder viel los. Obwohl das ja nicht die Messe für die Cosplayer ist, die ist ja meistens dann einen Monat vorher bei der Roleplay-Convention. Ja, genau. Da ist mehr los. Das ist dann doch schon für die Cosplayer und so und für Rollenspiele eigentlich interessanter mittlerweile. Also. Es ist ja auch weg von der, es ist auch von dem, der Messecharakter ist ja auch verschwunden mittlerweile von der Gamescom. Also es ist natürlich eine Messehalle, es ist wie eine Messe aufgebaut, aber es ist mehr so eine Entertainment-Veranstaltung. Genau, Entertainment-Veranstaltung und Unterhaltungsgeschichte. Ja. Hat dann auch streckenweise was von, wie hieß das früher mal, was in Köln lief, diese komischen Bibeltage, kennst du die? Ja, ja, ja. Ja, also sowas ähnliches, da wo alle rennen wie wild rum und wenn dann die Kids ab 13 Uhr konnten die Kids dann auch rein. Und ich denke mir mal, also Kids meine ich jetzt so wirklich so 12, 13, 14. Mhm. Und
Da gibt's halt welche, die sind super hektisch und die müssen dann immer am Laufen und so, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon. Das ist ja auch alles eng und so. Dich als Durchschlenderer ist dann so ein bisschen unangenehm dann, oder? Ich halt, wenn eine so steht wie ich dann zum Beispiel mit 370 Kilo, und dann rennen die den da einfach mal, die rennen dagegen und platzen den Schädel auf. Weißt du, was ich meine? Und gucken dich dann an mit ihren letzten verbliebenen Auge. Das ist total crazy. Früher habe ich auch noch, ob ich noch ein bisschen jünger war, habe ich immer den Arm rausgehalten, wenn welche vorbeigelaufen sind. So ganz unachtsam, weißt du? Ganz unachtsam, so, ja, ja. So zur Seite gestellt. Die fliegen ja auch wirklich extrem da, wenn die irgendwo gegenprallen. Ja, das ist die Physik, ist natürlich schon eine realistische Physik-Engine. Wenn du denen Leben. So ein bisschen an so ein bisschen in die Seite so ein Drall mitgibst. okay, ich habe einen Haufen Zeug, nur nichts zu fressen. Ich muss jetzt mal hier irgendwie die Kühe reinschieben. Das ist betarig. Kann ich mir aus Weizenrohr, was machen? Ich muss mir wieder Brot bauen. Und ich habe nicht genügend Brotzeug. Hast du nicht genügend Brot? Was esse ich denn jetzt? Hast du was? Ja, aber ich bin nicht in deiner Nähe. Scheiße. Leute, kann doch nicht, wenn ich nichts zu essen habe. Eine Schüssel, kann ich mir da eine Kürbissuppe machen? Schüssel und Kürbis? War's das schon? Ja. Mehr brauche ich nicht? Ich glaube nicht. Oh, ich gehe jetzt nur mal sicher, ey, sonst verhungere ich. Und... Scheiße, ich habe nicht genügend Weizen. Doch, ein Weizen habe ich noch. So, die letzte Kuh, die muss jetzt dran glauben. Danke, liebe Kuh. Hast du getötet, oder was? Ja, ich hatte 3 Kühe und eine habe ich jetzt geschlachtet. Geschlachtet, okay. Mietz, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht rumlaufen. Ich habe mir gerade so ein kleines Brot gemacht, ey, aber das reicht ja nicht. Wir müssen mal viel schlafen mal fixen, dann gehen wir nochmal los und besorgen Schwein. Ja. Aber Schwein habe ich echt nicht viel gesehen. Nee, das stimmt. Echt viel umgelegt an Viecher, ne? Nee. Echt krass, gehst du auch schon liegen? Nee, noch nicht, soll ich mal? Ja, mal fix liegen, ja, wir haben noch. Können auch noch ein bisschen länger machen. Gut. Skippen wir mal eben die Nacht per Schlaf. Ach Fisch, du, ich angel mal eben ein bisschen und dann brauche ich eh für die Katze und dann kannst du noch ein bisschen braten davon. Ja, angeln kann ich auch. Machen wir mal eine Angelrunde, ist entspannt. Richtig, so ein bisschen, mal eine Angel. Bisschen Petri-Heil-Style. Kannst du von mir, kannst du zu mir kommen auf meinen Steg. Ja, dann richtig. Wir angeln. Naja, ich habe zwar hier so eine Angelplattform, aber ich komme mal rüber. So, was brauche ich denn für eine Angel? Walzen und... Faden, ne? 3 Faden kann das sein? Oder nur 2 Faden? Wie war denn das? Muss ich einen Haken machen? Nee, du brauchst so 3 schräge Holz und dann 2 Fäden runter. Ja. Ja, ich weiß schon wie. Ah, das angelt sich hier aber sehr angenehm, ne? Ja? Ist ja. Cool? Ja, ist schon gut. Schon super. Also der Steg ist ja wirklich hier da beißen Fische an. Ich meine, diese See ist ja so, auch hier total geil. So war das, ne, Leute? Ja, so war das. Wie war das mit dem Angeln nochmal? Hab ich ganz vergessen. Einfach reinschmeißen. Rechtsklick, reinschmeißen. Da, das ist wie ein WoW-Angeln. Nur, dass du nicht auf den Ding klicken musst, sondern einfach rechtsklick, wenn sich das bewegt. Ah, einfach rechtsklick, okay. Dann kommt der Rang, dann ziehst du ihn ran, ne? Jupp, einen habe ich schon. Sehr gut. Ja, muss ich auch ein bisschen sehen. Ja gut, du sagst, also wir hatten jetzt Battlefield schon, wir hatten FIFA schon. Guck mal auf meine Villa. Oh, da oben der Creepermann. Soll ich mal runterholen? Ja, kriegst du ihn runter? Ich zieh ihn mal runter. Alter, was ist mit dem? Krass. So, im Wasser kann er ja explodieren, da tut er uns ja nichts. Ja, wir brauchen das Sprengpulver. Das Sprengpulver? Ja. Hat's meinen Steg zerlegt? Nein, der ist ja im Wasser explodiert. Ah. Schade. Er immer noch ganz entspannt mit seiner Angel da. Ja. So, ja. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Ja, was gab's denn noch? Ich überleg gerade, was jetzt noch echt steht. Viel, also das kriegst du ja auch alles gar nicht. Total War Rome 2 habe ich gespielt. Da habe ich mir sogar ein bisschen Zeit genommen, das anzuspielen.
Du konntest aber nur zwei historische Schlachten machen, konntest dir also nicht den Aufbau, das Aufbauelement von Total War reinziehen. Leider. Das ist leider, aber dafür fehlt dir meistens die Zeit. Ja, das aber stimmt. Die historische Schlacht war auch geil angelegt. Man holt man eigentlich immer einen Fisch raus? Nee. Nein. War schon Glück, ja. Ja. Ich bin schon gewundert hier, warum ich jetzt erst einen habe. Beim ersten Mal gleich funktioniert und jetzt ist schon alles leer gefischt hier. Ich glaube, wir haben hier schon wirklich gute Fischgründe hier. Ja, ich glaube auch. Ja, das habe ich ein bisschen angespielt, auch sehr cool. Leider war GTA ja nicht da. Hätte ich ansonsten auch schon mal gleich ein bisschen gedaddelt, aber da freue ich mich ja so tierisch drauf. Es ja, auf jeden Fall, ich auch. Es ist so das beste Spiel aller Zeiten, jetzt schon für mich. Ja, ja. Die Serie ist einfach so unglaublich geil. Ja, natürlich. Und ich freue mich einfach so drauf, weil ich wollte schon immer so eine Vereinigung zwischen GTA 4 und San Andreas. Ja. Weißt du? Und das kommt jetzt endlich. Ja, ja, endlich ist es soweit. Ich kann wieder mir Immobilien kaufen und rumfahren und Autos tunen und Zeug. Vor allem kannst du tunen. Ja, es soll 1000 Automodifikationen geben. Ja. Oh Gott, da freue ich mich schon so drauf. Ja. Und wieder Glücksspiel und lauter sowas, weißt du schon. Und ja. Tennis, Golf. Oh, was ein Hammer. Das wird der Hammer. Wir werden auch viel GTA Online zusammen zocken dann. Ja. Und natürlich wird das alles in Videos gepackt, sobald wir dürfen. Leute, wisst ihr natürlich, habt ihr mitbekommen, GTA oder der Rockstar besser gesagt, der Entwickler von GTA will das ja alles ein bisschen deckeln. Verstehe ich aber eigentlich auch nicht. Nee? Nee. Na doch, die sollen die Story ja, die soll jetzt doch nicht gespoilert werden. Ah, das ist nicht gespoilert, würde ich sagen. Irgendwann werden sie schon aufheben. Ja, kann schon sein. Aber verkauft die doch am Anfang, weil sowieso so ein Hype-Spiel verkauft die sowieso von Anfang an. Das braucht keine, sag ich mal, Vorstellung. Nee, eben. Also jetzt in dem Sinne Vorstellung. Sicherlich. Nein, ich hab mir, das ist so, jeder kennt GTA. Und jeder weiß, das ist geil. Ja. Ich kann mal da hinten ein bisschen hinwerfen. Ich glaub, es gibt ja, immer so die Leute, ich kenne niemanden, der sagt, ach, GTA interessiert mich nicht. Es gibt schon so Leute, die sagen, ja, Gott, ich spiele lieber San Andreas als GTA 4. Okay, ja aber jeder aber spielt GTA. Ja, richtig, jeder spielt GTA. Du kriegst ja jetzt schon die Collector's Edition nicht mehr, ne? Ja. Und die kostet 260 Euro. Alter. Das ist schon echt... Crank. Ja. Ich habe letztens mal, wo wir gerade von Collector's Editions reden, wollte ich mal gucken, irgendwie die World of Warcraft Collector's Edition. Welche? Die Originale. Die Einser? Ja. Mal liegt's bei 5000 Euro, oder? Ja, irgend sowas. Ja, ja. Heftig. Klar. Classic Collector's Edition, ja. Ich hab's damals gewusst, die lag bei uns in Stapeln rum. Ja, klar, war so. Ich glaube, damals nicht. Das war noch vom Hype noch nicht so getroffen, ne? Nee. Das war wirklich so. Könntest cool, du doch bei mir so bei WoW. Gott sei Dank muss ich bald sagen, so ein bisschen die Luft raus, weil seitdem ich mit WoW aufgehört habe, konnte ich viel mehr andere Spiele auch wahrnehmen und die auch gespielt. Es ist tatsächlich so. Man sagt es immer so Spaß, aber es ist wirklich so. Also, da in der Zeit, dann weißt du, hast ja einiges verpasst. Und jetzt ist ja irgendwie das Gerücht schwebt ja so in der Luft, dass WoW free to play werden soll. Schwebt in der Luft, aber das sind ja die muss man ja mal meine Jungs hier fragen von MMOZone, der Basti und Co. Also die sind ja wirklich top informiert, was süß ist. Also, es kommt jetzt ein Item-Shop, da gibt es dann auch so ein bisschen XP-Boost und sowas. Aha. Das kommt jetzt schon, aber ich denke mal, das verkauft sich noch viel zu gut. Und das Abo-Modell ist nach wie vor noch viel zu lukrativ. Ja, ich denke auch. Was auch geil ist, dass ESO zum Beispiel ein Abo-Modell bekommt, ne? Ja? Ich find's gut, weil dann bleibt nämlich der ganze Geldfaktor alles draußen aus dem Spiel. Ich muss jetzt mich nervt, dass wenn ich Spiele spiele, Rollenspiele, auf einmal sagt er dann hier, ja, ich habe jetzt keinen Platz in meinen Taschen. Und dann heißt es irgendwie, kaufe für 3 Euro die Tasche. Kaufe genau, für 3 Bling-Bling kaufst du dann die Tasche und die Bling-Bling kostet dich 50 so und so. Ja, so Pseudo-Free-to-Play. Ja, und ne? das nervt dich ja während des Spiels ständig. Ja. Wenn ich so ein Spiel, sagen wir mal, einmalig bezahle im Monat halt, mein Abo, dann weiß ich, es muss einen anderen Weg geben, wie ich da rankomme. Oder mit Item-Gold. Ich muss im Spiel spielen, um voranzukommen. Ja. Und dann kriege ich das, was ich da haben will. Und nicht, dass ich mir 5-mal Gedanken machen muss, kauft man das jetzt im Spiel oder kaufe ich das mit Echtgeld oder wie macht man das? Und ja, das ist absolut Scheiße. Richtig. Ja. Und es ist ein Premium-Produkt, das wird auf jeden Fall erfolgreich sein mit dem Abo-Modell trotzdem. Aber man kann auch sagen, weiß dann auch, es hat dann dadurch einen guten Service. Du hast dann auch Game Master, die bezahlt werden können. Ja, richtig. Weil es genügend Spieler gibt, du hast Content-Updates, du hast Patches, du hast Bugfixes
und auch zeitnah und du musst dich nicht Gedanken machen. Ja, und da passiert halt was, weißt du, das ist so. Das ist klasse, das ist klasse. Da freue ich mich tierisch drauf. Es wird super. Endlich wird, sag ich mal, Elder Scrolls zu dem, ja, was mir am meisten Spaß macht, Online-Rollenspielen. Ne? Ja, das ist das, was einem bei Skyrim fehlt. Ja, dieser, ich muss sagen, durch diese WoW-Zeit oder auch andere Online-Rollenspiele hat man bei Singleplayer-Rollenspielen immer das Gefühl, du bist beschränkt in dem, was du finden kannst. Ja. Es gibt ein Game Over. Ja. Und das hat mich immer geärgert. Und, genau. Oder das hat so ein bisschen den Reiz dann weggenommen. Ja, oder schon allein, dass du halt irgendwo, sei es nur im Koop oder sowas, weißt du, ja, Multiplayer-mäßig was machen kannst. Aber wenn man das mal kennt, wie das ist, mal so ein gutes Online-Rollenspiel zu spielen, ja, dann ist das einfach geil, dann willst du das wieder so haben. Genau, ja, genau. Ich finde keine Fische mehr. Gerade ist bei mir auch bei Luft raus hier. Ich werde mal ein bisschen meine Lokation ändern. Jetzt habe ich noch einen. So, 6 Stück habe ich jetzt. Die brate ich jetzt erstmal. Oh, ich werde jetzt nochmal einen hier an die Katze verfüttern. Ich müsste mir eigentlich noch draußen eine Truhe hinstellen, wo ich die Angel reinmache und sowas und was man so zum Fischen braucht. Ja, so Anglerzeug. Wieder eine ganz komische Mucke, die ich hier am Start habe. Ich hatte einen recht schönen See gefunden, ne, da mitten im Dschungel. Das ist mein Anglersee. Da musst du ja auch eine Anglerhütte hinbauen, ne? Ja, ja, das muss ich mir noch so eine... So, wie kommen wir denn mit meiner Villa mal voran? Das ist echt mal ein bisschen Zeit lang. Ja, du wolltest Treppe bauen. Was machen die Kühe denn da? Was ist denn? Da habe ich jetzt schon 2 hochgebaut, den Zaun, und dann brechen die ja trotzdem noch aus. Ich lege heute mal ein bisschen Faden zu meiner Angelroute und noch einen Stock. Dann kann man sich nochmal eine neue draus bauen. Okay, so. Das ist alles Crap, den würde ich ganz gerne da mal darüber drüben tun. Ich müsste dann langsam anfangen, den Fisch zu holen und was zu essen. Ah, du brauchst schon ziemlich lang, ne? Da ist Schweineschlachten dann doch ein bisschen schneller. Ja, du musst halt Schweine haben. Wo sind die anderen? Ja, oder eben Kühe schlachten. Oder Kühe schlachten. Das wäre jetzt ja die Prämisse. Errungenschaft erzielt. Köstlicher Fisch. Oh. Oh, oh. Da macht er Chief. Der macht auch gleich richtig was gut hier. Aber wenn du immer noch ein bisschen resthungrig bist, ne, geht's trotzdem ziemlich zügig dann. Ja. Echt ärgerlich mit dem Essen, das ist. Na, also ärgerlich, ich find's ja gut, dass du dich um den. Ja, aber das manche, wenn du dich nicht so. Also wenn du dich nicht kümmerst ums Essen. Gehst doof. Ja. Ganz einfach. Kurz und schmerzlos. So, noch ein bisschen den Rest, was wir gesammelt haben, lege ich erstmal weg. Und dann müsste ich anfangen, jetzt die andere Wand noch hochzuziehen. Müsste man eigentlich auch schon machen. Oder die Treppe anzulegen. Was habe ich gesagt? Wie wollte ich die Treppe haben? Mit Fichtenholz? Ja, genau. Fichte, hast du gesagt. Ja, gut, dass ich genügend Fichte habe, gesammelt habe. Und hier sind auch noch Fichtensetzlinge. Ein paar. Kann man auch mal voll kriegen. Ist ein bisschen lahmarschig geworden hier unsere. Auch das sind keine. Auch die Steine müssen auch mal alle raus. Du kannst auch mal Steine braten, ein bisschen zügiger. Ah. Keule. Ja, Steine braten. Ja, du bist aber auch manchmal ein bisschen lahmarschig. Ah ja, ich weiß. Ich muss. Ich suche gerade meine Katze, sie ist irgendwie weg. So. Ah, da ist sie ja. Katze ist weg. Ah jo, die geht doch stiften abends. Ja. Das sind halt, deswegen mag ich keine Katzen. Mein voller Ernst, ich bin echt kein Katzenfreund. Echt? Ja, du bist ja, aber weiß nicht. Ich mag Katzen schon auch. Ich mag beides. Ich mag alle Tiere. Ich nicht. Es gibt einen Haufen, die ich einfach tot mache, wenn ich sie sehe. Was denn zum Beispiel? Hä? Was denn? Was bringt Fliegen? Das sind ja keine Tiere. Das sind Insekten. Ach so. Das zähle ich jetzt nicht als Tier. Okay. Also Fliegen gehen ja gar nicht. Schafe. Schafe. Wenn ich sie erwische. Wenn du mit Lilly spazieren gehst und du siehst ein Schaf. Aber jetzt kommt jetzt mal wirklich Tacheles. Erinnert mich so ein bisschen, letztens habe ich es gerade drüber gehabt mit einem Kumpel, über die Thematik, was Menschen ohne Skrupel töten und aber wenn sie es töten müssten, dann nicht immer essen würden oder so. Und zwar Kaninchen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel ein Kaninchen, ne? Es isst ja jeder gerne von uns. Also jetzt, wenn er jetzt nicht gerade Vegetarier ist. Also ich nicht.
Ich habe so ein, ich habe so ein. Du isst doch ganz gerne mal Schwein, oder? Kodex. Ja, aber ich esse nichts, was ich streicheln würde. Ja, aber würdest du jetzt so aus dem Stegreif ein Schwein einen Bolzen in den Kopf jagen? Oh, wohl nicht. Also es wird ein Schwerfall, ne? Ja, auf ich jeden Fall. Ich musste damals, aber war ich noch relativ klein, also so war ich 7 oder 8. Und bei meinem Opa, da haben wir mal eine Kuh einen Bolzen reingejagt. Das war schon übel. Oder ich musste dann so drücken. Das ist schon heftig, ne? Die haben es festgehalten und alle. Also ja, ja, ich bin so, ja auch auf Land aufgewachsen. Also ich war schon dabei bei dann, sowas. Ja, aber es war halt geil geschmeckt dann, ne? Wo man dann mit allem fällt. Ja, schon. Aber es ist halt, also zum Beispiel so ein Schwein, wenn es geschlachtet wird und so. Und der Weg dorthin, der war auch so kurz. Du drückst eben noch ab und gefühlt sitzt du 2 Minuten später und naschst da von dem Ding. Es ist, ja. Alter, das ist echt krass. Das ist schon heftig. Muss man ja schon drauf klarkommen. Also ich kann so Leute, die aus solchen Gründen kein Fleisch essen, schon verstehen, warum sie es machen. Ja, ich meine, sie müssten ja nicht töten, das wird über den ja abgenommen. Ja, aber wenn sie sagen, okay, also das ist eigentlich auch ein feiner Zug, wenn man sagt, okay, ich will nicht, dass es wegen mir getötet wird. Ja, das wird's ja sowieso. Ob ja, jetzt ja. Oder ob es weggeschmissen wird. Ich sag ja, mir ist es ja egal. Ja, aber also ich sag ja, dafür ist es halt da, dafür wird es gezüchtet, ja? Ja, genau. Ist halt so. Ja, das sind Nutztiere, ne? Muss man ganz klar mal sagen. Also ja, wer weiß, wenn wir jetzt à la Matrix, ja, werden wir auch nur. Oder du gehst zu Oma, wenn ich überlege, meine Oma hat früher immer Gänse gehabt. Mhm. Und dann wird dann mal den Kopf abgeschlagen und so, ne? Das ist, das hört sich jetzt natürlich total crazy an. Du siehst doch sowas siehst du auch nicht im Fernsehen, seltsamerweise. Nein, sowas siehst du auch nicht auf dem Ding, wenn du es kaufst. Steht ja nicht drauf. Ja, geil wäre es natürlich nicht. Ich erfreue mich nicht daran, wie Tiere abgemetzelt werden. Aber sie werden es ja sowieso. Ich meine, es ist ja nur Essen eigentlich, ne? Ja. Aber es ist auf jeden Fall krass, wenn man das mal so ein bisschen bedenkt. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt heutzutage noch, oder es gibt in vielen Ländern, wird das so gemacht, das ist ganz normal. Du stehst morgens auf, da wird erstmal der Kopf abgeschlagen. Genau. Dann gibt es lecker Essen mittags. Ja, oder das Schaf wird dann in der Früh da geschlachtet. Und es wird dann da dann erstmal, weißt du, auseinandergenommen und muss ausbluten und so. Genau. Die dann am Abend was zu essen haben. Liegst du schon? Nein, gleich. 3. Okay, ich sehe dich schon. 2, 1, liege. Bis morgen, liebe Leute. Bis morgen.